Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Part 10 vom Walkthrough. In dieser Folge werden wir uns um Schloss Morn kümmern. Schloss Morn wird relativ kurz, es sieht groß aus, es ist aber eigentlich gar nicht. Was wir aber als erstes machen wollen, ist, wir wollen hier auf Nacht stellen, denn wir haben noch einen von diesen Vögeln zu killen, die nur nachts kommen. Und das machen wir direkt, bevor wir Schloss Morn machen. Dafür stellen wir mal auf Nacht und reiten von hier südwestlich an der Mauer entlang. Da können wir auch gleich noch einen Samen einsammeln. Und dann kennen wir hinten den Bogenschützen, diesen Riesen, der die ganze Zeit rausballert. Den werden wir dann auch noch schnell verprügeln, bevor wir dann in Schloss Morn reingehen. Wir gehen hier runter. Dort vorne sind jetzt noch Fledermäuse. Wie das letzte Mal. Die versuchen wir als erstes zu killen, weil wenn wir da vorne hingehen, müsste auch schon der Vogel kommen. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne warten, bis sie zurückkommen. Falls sie das machen. Ich hoffe, die machen das. Geht nicht weiter als hier vorne. Weil von da oben müsste der Vogel eigentlich runtergejumpt kommen. Wir versuchen uns jetzt hier noch schnell die Jungs zu holen. Kommt ihr hin? Ja, kommt. Kommt. Ihr kennt das Spiel ja. Ah, das war nicht so gut. Alles klar. Das sollte reichen. Wenn wir jetzt hier hingehen, sollte der Kollege auch schon kommen. Von da oben ist er. Hier können wir jetzt keine Summons rufen. Wird aber kein Problem sein. Den schaffen wir auch so. Vorsichtig mit dem Stöckchen, was der hat. Vor allen Dingen vor der Attacke. Oh, zu früh gerollt. Halb so wild. Immer nur ein, zwei Hits reinhauen und dann gucken, was der macht als nächstes. Zack, wenn er die Attacke macht, habt ihr auch eigentlich zwei freie Schläge. Oh, das ist sehr gut. Nutze ich aber jetzt gar nicht. Ich versuche ihn einfach so zu verprügeln. Sollte auch reichen. Aber wenn ich jetzt nach vorne gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar Zeit verloren. Und weniger Schaden am Ende des Tages gemacht, deswegen. Sorry, ich kurz so ein Blumen ein. Opferpriester-Axt. Ja, nichts Besonderes. Wollen wir nicht lange und großartig drüber reden. Werden wir nicht benutzen. Wir laufen nochmal ein bisschen nach Osten. Hier müsste jetzt eigentlich irgendwo ein Bäumchen sein mit unserem Samen. Da vorne. Da vorne ist die gute Saat. Die holen wir und dann rennen wir auch rechts rum, sodass der Bogenschütze uns vielleicht sogar gar nicht bemerkt. Das wäre natürlich überragend. Haltet euch rechts. Ich glaube, der sieht uns nicht. Er sieht uns tatsächlich nicht. Hier unten ist. Ach, da hinten ist ein Item. Kümmere ich mich nicht drum. Also am Stand braucht ihr auch nicht wirklich lang zu laufen. Wir wollen zum Riesen. Und dem mal schön einen reinploppen. Weiterhändig anschleichen. Schön leise. Schön leise. Und dann kriegt er ein, zwei rein und ist schon down. Droppt was für uns. Okay, gut im Großfall. Ich glaube, die können sogar ihren Bogen droppen. Gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube ja. Und dann nehmen wir uns hier die Gnade. Ich raste kurz, weil ich ein paar Tränke benutzt habe gegen den Vogel. Scheint ziemlich dunkel zu sein. Ist ja auch Nacht. Ah, ich stelle mal auf Tag einfach, um euch besser navigieren zu können. Zeit vertreiben bis zum Morgen. Scheint eh neblig zu sein. Ist immer. Das ist einfach. Das ist das Nervigste in dem Game. Man sieht wirklich kaum was, wenn es neblig ist. Nebula.
Okay, nehmen den Fahrstuhl nach oben. Und dann haben wir gleich einen großen Platz. Mit relativ vielen Gegnern. Schickt den Fahrstuhl wieder nach unten, wenn ihr wollt. Falls ihr sterben solltet. Ah, Quatsch. Hier haben wir Marikas Fall. Ne, ist kein Marikas Fall. Schickt den Fahrstuhl nach unten. Wir gehen als erstes nach links. Hier sind zwei Hunde, die wir uns kurz kümmern können. Wenn ihr die treffen würdet, oder ich die treffen würde. Für einen Schmiedstein 2. Dann machen wir hier links auch nochmal die Hunde. Da haben wir nochmal 3 Stück. Genau. Und dann... Ja, ihr könnt eure Summons hier eigentlich rufen. Warum nicht? Ein bisschen Unterstützung kann nicht so schlecht sein. Und dann hauen wir die ganzen Jungs hier um. Schön von hinten nach vorne arbeiten. Die meisten von denen sind völlig vercheckt. Nicht so die beiden, nicht so die beiden. Und jetzt kommen alle. Er hätte jetzt auch langsamer angehen können. Lassen gehen können. Aber da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Yeah. Wir verprügeln jetzt hier alle schön schnell. Und das war's auch schon. Genau, hier nochmal alles einsammeln, die Schmetterlinge holen. Hier gehen wir gleich lang. Wir sammeln noch kurz was ein. Da hinten bei dem Kürbiskopf. Schön ranschleichen. Oh. Und auch wieder 2 aufgeladene Attacken mitgeben. Dann war es das auch für den Kollegen. Und holen hier noch die Schmiedsteine. 3-mal Schmiedstein 1. Hier vorne müsste noch einer sein, den könnt ihr einfach umhauen. Warum nicht? Das ist eine Abkürzung, nachher ein Shortcut. Falls ihr sterben solltet, oben solltet ihr besser den Weg nehmen. Wir rennen aber erstmal hier lang für eine altbekannte Waffe aus den anderen Games. Warum kann ich die Schmetterlinge hier nicht nehmen? Scheiß drauf. Wir holen uns den Klassiker, den Fanliebling, die Claymore. Solide Waffe, wirklich immer schon gewesen. Habe ich in Dark Souls 3 immer wieder benutzt. Ah, hier, Special Attack ist auch ganz gut. Wirklich solide Waffe. Aber ich bleib bei meinem Bluthund. Bluthund ist OP. Hier die Jungs kurz umhauen. Wir wollten den eigentlich hinrichten. Wir richten alle hin. Und dann nehmen wir die Leiter nach oben. Genau, hier ist jetzt ein riesiger Fight überall. Wir können mal mitmischen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können ja auch links erstmal die Jungs killen. Und uns danach um die anderen kümmern. Warum hat es den nicht geone-shottet? Ihr seht, ich brauche so ein bisschen mehr Damage. Hier nehmen wir die Stacheldrahtfackel. So eine Nahkampfwaffe mit. Ah, brauchen wir nicht wirklich. Wir haben ja unsere kleine Laterne. Ich bräuchte nur so ein bisschen mehr Damage, um alle zu one-shotten. Ich glaube, darauf gehen wir auch als nächstes. Von hier haben wir noch was in der Ecke. Genau. Krummfingermedizin, um andere herbeizurufen. Auch ein PvP-Item. Das noch mitnehmen. Wir gehen hier weiter, nehmen die Leiter. Wir wollen nämlich quasi einmal rum. Wir wollen da hinten auf die andere Seite, östlich. Und dafür prügeln wir uns hier durch. Ich droppe hier runter. Hier wäre der Shortcut, von dem ich euch eben erzählt habe. Da würdet ihr hier, oh, da würdet ihr hier rauskommen.
Aber wir gehen hier weiter. Da hinten seht ihr, das sind zwei eigentlich. Genau, zwei von den fliegenden Typen. Vielleicht können wir den kurz anlocken. Einfach, um uns das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und vielleicht können wir auch den anlocken. Um die beiden schon mal zu trennen. Ja, einfach hinter der Wand verstecken. Eigentlich sollte der in die Richtung kommen dann. Ja. Ich hasse die Fliegenden. Ich hasse alles, was fliegt in diesem Game. Es ist so dumm. Alles, was fliegt. Die Vögel nachher in Storm. Stummschleier werden auch die Hölle. Wirklich die Hölle. Ja, da hat jetzt natürlich was gedroppt, aber völlig egal. Wir wollen erstmal hier links lang. Wenn ihr hier weitergehen würdet. Erstmal die Schmetterlinge. Hier ist ein Ort der Gnade. Kommen wir, gehen wir gleich hin. Wenn wir jetzt da runter droppen würden, würden wir nämlich, glaube ich, nicht mehr hochkommen. Na, ich glaube nicht. Deswegen, wir wollen erstmal hier lang. Da hinten ist wieder ein riesiger Fight. Während die alle abgelenkt sind, schnappe ich mir hier den fliegenden Dude. Meine Güte, komm doch! Boah, ist das nervig. Genau, und jetzt prügeln wir die alle hier nieder. Hier schön Backstep rein. Und dann hau ich dich um. Und an den Kollegen. Genau, wir wollen hier weiter. Hier sind die Hunde, da ist der große Platz, wo wir eben waren. Und hier ist jetzt unser NPC, der Vater von dem Mädchen quasi. Dankeschön. Ihnen das Brief überreichen. Ja. Das ist das, was wir wollen. Der hat uns gerade so einen Opferzweig gegeben. Kann ich euch mal kurz erklären, was das überhaupt ist? Das ist quasi ein Talisman. Da geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Das heißt, wenn ihr den anhabt und dann sterben solltet, gehen eure Runen nicht verloren. Aber dafür geht der Talisman auch kaputt. Also den könnt ihr dann quasi nur einmal benutzen. Den setzen viele ein oder völlig falsch ein, besser gesagt. Weil die den erst nehmen, sobald die schon... Oder die denken, die sterben, ziehen den an und sterben dann. Aber eigentlich ist er, glaube ich, dafür so gedacht, dass wenn man gestorben ist, dass man den dann anzieht, um dann einfach zu seinen Runen zu rennen. Und ja, wenn man dann nämlich nochmal sterben sollte, verliert man die Runen nicht und hat quasi nochmal einen Versuch, die zurückzuholen. Also lieber so einsetzen als anders. Wir wollen gleich da runter. Also wir gehen gleich runter. Aber wir gehen über diesen Weg hier. Droppen uns hier runter für den Steinschwertschlüssel. Relativ gut versteckt. Und dann wieder droppen. Genau, die Jungs einfach alle töten. Hier wären wir rausgekommen, wenn wir da gedroppt werden eben. Genau, mit diesen Geistern, die sind überall in der Welt verteilt, die geben so ein bisschen Lore noch, aber ja, könnt ihr eigentlich ignorieren. Die haben noch nicht mal was Großartiges zu erzählen. Immer nur so ein bisschen Text, den ihr mitbekommt. Diese Dinger würde ich auch in meisten Fällen einfach ignorieren. Ihr seht, wie wenig Schaden ich an denen mache. Ja. Mit Feuerwaffen oder sonstigen ist es ein bisschen leichter. Ich glaube, ne. Boah, das hat weh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hasse Delayed Attacks, wenn die schon anfangen auszuholen und euch dann Ewigkeiten später erst treffen. Finde ich schwieriger, als schnellen Attacken auszuweichen. Weil ich immer nervös werde und dann, oh, jetzt muss ich ausweichen. Aber es ist, ja,
Ist einfach nicht meins. Hier bekommen wir jetzt nochmal Talisman. Doppelklingen-Talisman. Gar nicht so schlecht. Kann ich ja vielleicht ein bisschen was zu erklären, wenn das Vieh hier weg ist. Wir müssen hier rechts runter aufs Dach springen. Genau. Wir laufen erstmal von diesem Schleimmonster weg, dann hier runter, Richtung Baum. Da ist noch ein Item. Genau, der Talisman, der ist gar nicht so verkehrt. Hier, Doppelklingen-Talisman, verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Das heißt, das ist, ja, kann man einfach mal killen. Das ist, eure Angriffskette ist quasi jetzt mit einer schweren Waffe, hätte ich jetzt 1, 2, 3, 4, das wäre jetzt meine Angriffskette. Mit einer kleineren Waffe, zum Beispiel einem Dolch, habe ich wahrscheinlich mehr Angriffsketten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. Und dann wiederholt sich quasi die Angriffskette. Zack. Und mit diesem Talisman verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Das heißt, der letzte Schlag ist dann stärker. Kann man ganz coole Kombos eigentlich draus machen. Für eine große Waffe ist es, glaube ich, also mit langen Aufladezeiten oder langen, oder besser gesagt kurzen Angriffsketten ist es, glaube ich, nicht so hilfreich. Aber für so Kombos mit Deutschen, vor allem den Doppeldeutsche, ja, gar nicht so schlecht. Hier droppen wir auf den Balken. Holen uns einen Schmiedstein. Dann ein bisschen hier runter und wieder auf den Balken. Hier unten sind jetzt Ratten und ein anderer Gegner. Vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Eine Ratte können wir schon mal auslöschen. Und die anderen beiden, der kriegt nicht mit. Also keine Sorge, den könnt ihr am Ende erst killen. Und holen uns die Peitsche. Peitschen sind gar nicht so verkehrt in dem Game, muss ich ehrlich sagen. Sonst immer in den Spielen fand ich Peitschen immer super scheiße. Die sind gar nicht so verkehrt geworden. Gibt es ein paar gute Peitschen, die wir in dem Game finden werden. Genau, wir holen uns jetzt hier die Gnade. Wir stehen kurz vorm Boss, also ich gebe meine Runen kurz aus. Ich brauche ein bisschen mehr Power. Das gibt mir 3, das gibt mir 2. Dann gehe ich nochmal weiter auf Geschick. Dann wollen wir Richtung Südwesten über die Bridge. Da hinten dürften jetzt zwei Gegner sein. Ich weiß nicht, ob die uns mitbekommen. Dem hier werde ich schon mal zwei Kombinationen reinhauen. Eine Kombination. Und dann kümmere ich mich um den fliegenden Spasti. Den hätte ich eigentlich als erstes killen müssen. Oh, ich hasse es. Ja. Stirb. Er ist nicht tot. Das heißt, ich sterbe auch nicht unten. Hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen natürlich nicht unsere lieben Quallenfreunde attackieren. Ich gucke jetzt mal. Ich glaube, da oben war nichts, aber trotzdem einfach schnell mal gucken. Ah, doch. Und zwar bestimmt ein Wurfdolche. 8 Stück. Ist okay. Da sage ich gar nichts zu. Da brauchen wir ja gar nicht runterklettern. Ach, was man auch machen kann, ist auf Treppen klar Kreis gedrückt halten, rutscht man schneller runter. Was man aber auch machen kann, ist nochmal Kreis einfach drücken, einmal, dann fliegt man runter. Wir laufen hier kurz einmal ums Gebäude für den Dunkelschmiedstein. Da hinten seht ihr auch schon den Boss. Das ist der Boss Raumau. Das ist so ein Beastmensch. Ziemlich hektischer Kampf, weil der springt nachher überall in der Gegend rum und ja. Ist aber jetzt keine große Challenge für uns. Hier kommt jetzt eine riesige Krabbe. Seid vorsichtig, Krabben können relativ viel Damage machen, wenn ihr die lasst. Was ich immer ganz gerne mache, ist mein Schild hoch und ja. Okay, das ist die Grab Attack. Ich dachte, das ist das, wo er spuckt. Grab Attack, einfach dann ausweichen. Logisch, aber das ist das, wo er spuckt. Und da mache ich immer ganz gerne eine aufgeladene Attacke und dann ja. Grab Attack macht er seine Arme quasi nicht hoch.
Beim Spucken zieht ihr beide Arme hoch und dann könnt ihr dem eine Combination reinhauen. Ich glaube, das war's. Wir gehen jetzt Richtung Boss. Quallen könnt ihr in Ruhe lassen. Tun euch sowieso nichts. Außer diesen Rot. Oder ihr haut die. Ich habe nichts aufgeschrieben da hinten. Schlimm. Ne. Bei meinem ersten, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, habe ich wirklich jede verdammte Ecke abgesucht und geguckt, ob da was ist. Und genau, Bossraum. Wie immer, Trank. Wir gehen rein und rufen unsere Skelet Boys. Wie unglaublich schlecht. Wie unglaublich schlecht bin ich denn ausgewichen. Panic Roam. Der größte Fehler, den man machen kann, den habe ich euch jetzt gerade gezeigt. Und zwar, wenn man Panic Roamt. Das heißt einfach wahllos Kreis drücken. Ich bin noch nie bei diesem Boss gestorben. Aber ich wollte eigentlich eben eine L2-Attacke ihm reinhauen und die hat nicht funktioniert und dafür wurde ich bestraft. Aber der Weg ist nicht so weit. Wir können uns hier droppen und direkt zum Boss gehen. Und einfach das gleiche Spiel nochmal. Jetzt hauen wir ihn um. Da jetzt aber. Ihr seht, wie hektisch dieser nervige Typ ist. So, jetzt hau ich ihn aber der L2-Attacke rein. Nein! Oh, hat mein Schild gebrochen. Relativ gefährlich. Dann kommt die Jump-Attacke und beim Trinken. Die kann man aber eigentlich ganz gut staggern. Ich wollte jetzt ausweichen. Muss ein bisschen. Um die Attacken ein bisschen zu zeigen von ihm. Hier haben wir unser erstes legendäres Schwert. J.R. Martin hat uns natürlich ein bisschen mit Game of Thrones bestückt. Hier, oh, falscher Knopf. Wenn ihr seht, kommt einem relativ bekannt vor mit den ganzen Schwertern. Das sieht so ein bisschen aus wie der Stuhl bei Game of Thrones. Ja, Waffe ist in Ordnung. Ist jetzt wirklich nicht allzu gut. Würde ich jetzt keinen empfehlen. Was hat die nochmal für Special? Einzigartiges Talent. Racheschwur. Ihr schwört dem Großschwert seinen Clan zu rächen. Erhöht kurz sämtliche Attribute. Solange der Schwur aktiv ist, stärkt es eure Gleichgewicht. Ja. Ist wirklich nicht so gut. Attribute werden jetzt ein bisschen geboostet, aber auch nicht wirklich mega krass. Also, Bluthund ist tatsächlich immer noch besser. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind quasi jetzt durch mit all dem, was schon viel ist. Also wir haben wirklich alles gefunden, was man hier finden muss, finden kann. Das ist so der Anfang. Und jetzt geht's so richtig los erst, würde ich sagen. Noch nicht ganz. Das Gebiet ist auch noch eher, ich würde es auch eher als Anfangsgebiet bezeichnen. Das ist wirklich zum Trainieren, alles hier. Hier ist dann, wird schon ein bisschen ernster, oder hier besser gesagt, da oben schon wirklich eher.
Das ist auch alles noch relativ simpel und leicht. Caelid hingegen super schwer. Gerade auch der Teil hier oben, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Und dann natürlich hier oben die Endgebiete. Die werden dann schon ein bisschen saftiger werden. Aber von hier aus wollen wir erstmal zurück zur Tafelrunde. Weil da können wir noch eine Invasion machen, von der ich noch nicht erzählt habe. Die können wir noch schnell mitnehmen. Da wir gerade eh noch was Zeit haben. Ja, wir können zwei Sachen eigentlich machen. Weil wir jetzt gut durchgekommen sind. Für die Invasion. Ja, ich gebe trotzdem meine Runen aus. Man weiß ja nie. Genau, kurz ein paar Runen. Für die Invasion müsste ich hier einfach runterspringen. Hier müssten eigentlich auch immer Blutflecke sind. Sind jetzt da nicht. Genau, wenn wir runterspringen, kommen wir in die eine Arena. Und hier können wir dann... Dort hinten an der Tür kommt vielleicht jemand, der Bock hat, gegen uns zu kämpfen. Und wir werden den mal kurz und knackig verprügeln. Ja. Das gibt's ja nicht. Bleibt relativ aggressiv bei dem. Der ist gefährlich. Ah, jetzt habe ich ihn trinken lassen. Bleibt relativ aggressiv bei dem. Der hat auch eine Waffe, die Blutverlust auslöst. Macht so ein bisschen Frostbite. Ich lasse den eigentlich am liebsten gar nicht wirklich viel Platz, damit er gar nichts machen kann. Hier haben wir Spötterzunge. PvP-Item. Mit der Spötterzunge könnt ihr... Also wenn ihr alleine zockt, auch wenn ihr online seid, könnt ihr nicht überfallen werden von anderen Spielern, von Online-Spielern. Wenn ihr diese Spötterzunge benutzt, können oder fragt ihr quasi andere Leute bei euch einzufallen und euch anzugreifen. Also falls ihr Bock auf PvP habt, dass Leute bei euch reinkommen ständig, gerne benutzt die Spötterzunge, die greifen euch an. Ich habe es ein, zwei Mal gemacht. Ja, kann ganz funny sein, aber wie gesagt, ich mache eher PvE. Und hier haben wir noch verschlüsseltes Patter. Gute PvP-Waffe, sage ich schon. Gute Faith-Waffe. Ist eine Faustwaffe. Sieht ganz cool aus eigentlich. Wenn ihr die beidhändig macht, habt ihr sogar zwei. Cooler Sound. Wenn ihr, hier habt ihr auch eine... Ganz coole. Und ich glaube, die kann nicht geblockt werden, wenn ich richtig liege. Aber wie auch immer, wir bleiben beim Bluthund. Es ging auch fix. Dann machen wir jetzt noch diesen Runenbär, von dem ich euch mal erzählt habe. Falls ihr das noch wisst. Wir haben ja mal in Limwraith einen Runenbär entdeckt. Den können wir auch noch umhauen. Und uns eine Larventräne holen. Der müsste... Wo war der denn nochmal? Genau. Der war ungefähr hier. Wir reisen zum Agilsee. Südlich. Und hauen den dann noch schnell um. Wie gesagt, mit Solarventränen könnt ihr nachher eure Talente ändern, eure Fähigkeitspunkte neu vergeben. Wir werden einige davon finden im Playthrough, aber natürlich die zu haben ist gar nicht so schlecht. Der war doch relativ nah oder näher als ich gedacht habe. Ich würde die Jungs hier trotzdem mal umhauen. Ich glaube, die machen nichts, weil die haben sowieso immer Schiss. Einfach irgendwelche Sklaven. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass uns irgendjemand hier in die Quere jetzt kommt. Während wir den Kollegen hier hinten rannehmen. Also einfach killen. Dann sollte der auch schon rauskommen. Boah, ich habe gerade gar nichts gesehen. Genau, vorsichtig vor der Attacke. Jetzt ist er nach unten gesprungen, was natürlich blöd ist.
Genau. Das sieht aber gut aus. Für den. Vorsicht vor der Attacke, die macht Schaden ohne Ende. Jetzt haben wir ihn gestaggert und das war's auch schon. Gib uns unsere Träne. Was willst du denn? Ja, Larventräne. Finden wir einige von. 12 Stück, würde ich mal sagen. 12, 15, also 12 bis 15 Stück. Ja. So oft werdet ihr nicht ums Becken. Kann ich mir nicht vorstellen. Von hier aus würde ich sagen, beenden wir die Folge und als nächstes machen wir uns auf den Weg nach Sturmschleier. Und es werden bestimmt ein, zwei Folgen. Ich glaube mal zwei Folgen. Sturmschleier ist relativ groß. Es ist, wie gesagt, das erste Legacy Dungeon. Da haben wir viele Wege, die man entdecken kann und die wir entdecken werden. Genau. Wir werden alles in einem Schwung da ausnocken und uns dann Godric vornehmen, der auch relativ easy ist. Ich würde sagen, Margit ist sogar schwieriger als Godric. Ja. Würde ich meinen. Ja, das sieht doch cool aus, wenn wir ihn so beenden, oder? Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir Sturmschleier kaputt hauen.